Und ein herzlich willkommen mit mir, hier ist Stefan, bei einer weiteren Folge von Man of Medin. Wie geil, ich bin so gehypt, Leute. Die Aufnahme hat gerade geleckt. Das fängt schon wieder gut an. Was gefunden? Ich kriege ihn nicht auf. Hey, hierher. Wir wurden... Sagen die jetzt noch was? Wir wurden gefangen genommen, wir wurden fast... Wenn wir aufsprengen, Freiheit. Wow, 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 wir wissen nicht, wohin dieser Schacht führt. Genau. Sekunde. Wir wurden gefangen genommen, wir wurden geschlagen, wie man es bei ihm sieht. Wir wollten flüchten. Es war leider eine unerfolgreiche Folge. Wir geflüchtet sind. Wir wurden auf ein Schiff transportiert, wo alle tot waren. Und ein ungewisses Monster um uns herum schwebt. Eigentlich sind die Leute ja eigentlich ganz nett zu uns gewesen, bis jetzt noch. Und, aua, was ist das? Und da bin ich wieder, jetzt sieht's ein bisschen angenehmer aus. Das macht mich immer ganz verrückt. Okay, gut. Bevor wir zu lange schnacken, geht's jetzt wieder los. Ach ja, stimmt, nichts sagen, Dann finden wir es doch raus. Soll ich ein Loch in die Wand schlagen? Oh ja, klar. Starker Mann, zeig's uns. Wir brauchen eine Ablenkung. Das wird laut. Ja, okay. Conrad, du machst das. Schon wieder wir. Ablenken. Ich warne euch. Ich bin Amerikaner. Wollt ihr, dass mein Präsident euch sagt? Das wird er denn nicht. Dich. Euch alle. Persönlich. Höchst persönlich. Hey, kannst du mich hören? Ich rede mit dir. Hallo. Sie haben sich schön gemacht. Komm schon. Hier muss es irgendwo Treppen geben. Und das Unheil geht weiter. Egal wie wir durch Schiff uns kämpfen werden, das böse Etwas wird hinter uns sein. Und das Ungewisse. Streben an gesamte Mannschaft, Regeln und extra Wachdienst. Aufgrund der Spezialsicherheitsvorkehrungen für die Mission müssen diese Zusatzbeläufe von Soldaten im Wachdienst befolgt werden. Doppelte Wachposten. Auf einmal war's weg. Ich war noch nicht mal fertig. Ja, wir machen's auch einmal. Wo war ich jetzt lang? Hey, hey, hey. Doppelte Wachposten an allen Türen und auf Rundgängen. Keine Gespräche, keine Ablenkungen, keine Zigaretten, kein Alkohol, keine Spiele. Wachen dieser Regeln missachten, müssen mit strengster Bestrafung rechnen. Bis zu und inklusive der Anklage vor dem Militärsgericht. Auf Anordnung von Captain Ford.
Leute, niemand betritt 3A, ganz ernsthaft, niemand. Wir haben's verstanden, guys, wuhu. Guard Personnel found, beginning, ja, steht ja fast das gleiche. Oh. Wenn sich jemand den Fuß bricht. Ich nicht, nein. Ich habe mir nicht den Fuß gebrochen. Ja, das war alles echt ein bisschen mies gelaufen. Es war dunkel. Genau, so dunkel und vielleicht noch dunkler. Ich hatte keine Taschenlampe und ich laufe immer mit Schuhen eigentlich, außer nachts. Dann bin ich gegen einen Stuhl gedonnert. Es tat so weh. Dann bin ich wieder reingelaufen und ich bin dann wieder dagegen gedonnert. Was ist das denn? Und dann waren da noch geheimnisvolle Stimmen? What? Digga, du Scheißratte, ey. Das erste Mal mega hart erschrocken. Aber ich so, jetzt finden wir bestimmt irgendwas. Ich hab damit wirklich gar nicht gerechnet. Ich war auch gar nicht in dem Modus, sowas jetzt. In dem Modus was zu finden. Da war eine Frau. Ich schwöre. Wo zur Hölle alle sind. Hier müssten Dutzende Leute an Bord sein. Hunderte. Ich schwöre, da war eine Frau. Und ihr Zeug ist noch hier. Okay. Was stimmt hier nicht? Wo ist der Sie sind hier, Pfeil? Hoppala, meine Lieben. Ich schwöre, da war eine Frau. Ich schwöre, da war eine Frau. Ich bin noch nicht bedeppert. Gehst du da jetzt durch? Ah, die Toiletten. Unsere heißgeliebten Toiletten. Unsere Plumpsklos. Wie hier sehen wir eine Männertoilette. Oder vielleicht sogar eine Frauentoilette. Wo die Frauen einen abgeseilt haben. Vermutlich. Digga, die Toilette ist hinüber. Ja, gut. So, jetzt lassen wir mal dieses hier lesen. Liebe Alice, ich komme endlich nach Hause, noch einmal über den Pazifik und ich bin wieder bei euch. Ich kann es kaum erwarten. Sag, Ned oder Nerd? Ned und Nancy, sie könnte sich schon mal auf die Geschenke freuen, die Daddy für euch alle hat. Really? Gruselig. Ich bin froh, wieder auf die See zu sein. An Land ist es hier heißer als in der Oklahoma. Oklahoma, was ist das denn, eine Insel? Im Sommer, aber deine Briefe haben mir geholfen, all das durchzustehen. Sie werden zensiert. What? Sie werden zensiert? Aber das ist vermutlich gar nicht so schlecht, weil die anderen die manchen mal klauen und lesen. Und ich möchte nicht, dass sie unsere Briefe lesen. Ich weiß. Es macht mir echt Angst. Er behauptet ständig, ein kleiner Junge befindet sich an Bord und es hört sich so nach nett an. Ich weiß, dass er sich nur über mich lustig macht. Wir haben garantiert keine blinden Passagiere an Bord, die Offiziere, und jetzt nach dem Kriegsende viel zu grinsen. Gerissen, nicht grinsen. Ich wette, sie löschen diesen Teil hier, drehen wirklich alle langsam durch. Ich muss jetzt aufhören, Süße. Irgendwer schlägt da draußen, Krach. Noch mehr Arbeit für mich. Ich melde mich bald wieder. Robert X. Hört sich ja schon fast wie so ein Halbporno an. X. So. Manchmal, vielleicht könnt ihr mir das sagen, ich habe eigentlich schon Ahnung von Technik, aber ich habe ja zwei Monitore angeschlossen, eigentlich drei, aber den habe ich immer aus. Ich frage mich, warum auf meinem linken Monitor immer meine... Warte. Ich konnte mit W was machen. Ah, okay. Manchmal mein Aufnahmeprogramm so klein ist, dass man es kaum lesen kann. Und dann gibt es wieder Tage... Oh! 11 Minuten und 32 Sekunden! So, meine liebste Schönheit. Wir gehen jetzt hier mal durch. Hey! So, meine Schönheit.
Ich als Mann muss mal wieder vorgehen. Dieses schreckliche Geräusch meinst du? Nein, hab ich nicht gehört. Da hast du. Hat sich etwas bewegt? Nein. Wenn sich etwas bewegt, klingt das schon. Klar. Nein. Das Ding ist verdammt riesig. Echt? Das sind die Rohre des Abflussrohrs, wo wir gerade waren. Da kommt immer dieser strenge Geruch her, meine Freunde. Dieser leicht Ahornsirup und leicht, so ein bisschen kernig, ne? Ja. Ahornsirup. Okay, gut. Es wird eher lächerlich gerade als lustig. der Nebel überzieht das Land, meine Freunde. Ich bin echt sehr gehypt auf das Spiel mal wieder. Eine Woche her, seitdem ich das gezockt habe. Ich will auch nicht gespoilert werden. Ich will das wirklich immer dann zocken, wenn ich es auch aufnehme. Und ich glaube, ich werde sogar 3 Videos machen. Bedeutet, Büchlein. Wo nichts steht! Doch. Ein Tagebuch, wie es aussieht. Oh nein! Meine Freunde. Freitag der 13. Ritz behauptet, einer der Jungs hätte es geklautem Proviant irgendeinen Fussel zusammengebraut. Fussel zusammengebraut. Wir treffen uns nachher im Frachtraum, um ihn zu probieren. Der Alkohol war ein Reinfall. Ritz meinte, nach 4 Tassen hätte er sich beschwitzt gefühlt. Aber ich finde, er hat nur Blödsinn. Das ist Orangensaft, meine Freunde. Das war aber kein Sprit. Samstag der 14. Hab gehört, einer der Jungs hat sich da reingeschlichen, wo diese Kiste stehen. Werd mal mit ihm reden und rausfinden, was er gesehen hat. Vielleicht sagt er mir sogar, wie ich reinkomme. Der Plan steht. Er meint, er kann mich reinschmuggeln. Wir sehen uns. Ah, ist ja alles Blödsinn. Was? 15 auf 21? Achso. Hä? 15, 17, 21. Okay. Tut mir leid, meine Freunde. Das werde ich definitiv nicht alles lesen. Ich bin jetzt überhaupt nicht so ein Leseheld. Ich lese wirklich gerne. Aber, solche Tagesbücher, Tagebuchgeschichten jucken mich ja weniger. Also, ich will lieber diesen Gruseleffekt spüren. Ich will richtig diesen Gänsehaut-Moment haben. Oh, okay. Mann, die Bilder sagen mir nie was. Warte mal, da stand gerade was. Geheimnisse. Neu. Antrag. Schnellboot. Oh. Antrag. Ach, meine Freunde. Fuck off. Wir gehen erstmal weiter. Hallo. Ich will jetzt hier nicht alleine rumgehen. Meine Freunde. Wir sind hier doch zusammen auf dem Schiff. Steht die Verkehrsgeschichte noch mit, wait a second. Fliss und, ich glaube, das war Brett. Conrad. Fliss und Conrad, genau. Fliss. Sweetie. Mach die Taschenlampe aus! Du Idiot! Ja, da unten ist irgendjemand. Shh. Seid jetzt leise! Der Duke.
ganz sicher? Ja, bin ich. Oshun! Das ist unsere Chance, wir müssen aufpassen. Das ist die Chance. Schnapp sie. Passt du so lange auf? Was glaubst du, was ich mache? Ach, diese Frau, ganz ehrlich. Okay. Schön aufpassen. Beziehung aktualisieren. Weiß jetzt nicht, wie es vorher war, aber fuck off. Jetzt sind wir safe Liz wieder. Aua. Yo, Brad, komm schon, wir müssen das durchdenken. Oh mein Gott, jetzt warte mal. Jetzt geht doch alle ins Verderben. Oh. Heiliger Mist. Ich dachte, der verletzt sich ja auch noch. Und er kommt wieder, meine Freunde. Fliss warnen. Safe muss ich jetzt irgendwas machen. Komm her! Was soll ich machen? Was soll ich machen? Verdammt, wir haben Fliss! Die Scheißfresse! Ich glaube, das musste passieren, meine Freunde. Wo sind die anderen? Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Okay, ich seh dich. Oh mein Komm schon. Gott, Komm Digga. Stell dich rüber zu ihr. Also das ist jetzt Pech. Wir folgen ihm, nicht aus den Augen lassen. Das ist mehr als nur Pech, meine Freunde. Was soll das? Ich dachte, wir folgen ihm. Wir müssen Abstand halten. So können wir sie überholen. Hoffentlich ist das schneller. Ich mach das. Er sagt, er macht das, du Macher. So sehen Sieger aus. La 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 la. Um nicht zu verpassen, kommentieren, liken und abonnieren. Ciao.